Monsieur Desmarais. Ein Bote vom neuen gemäßigen Regie, Monsieur Tujan. Kaffee, Monsieur Desmarais. Zwei Kaffee, bitte. Und für den Herrn etwas Melange. Die Edelsteine, die Sie uns in Kommission gegeben haben, sind noch nicht verkauft. Dann müssen wir Ihre Tante sehen, die Konsulin. Sofort? Tja, ist die an der Küste? Mhm. Gehen wir. Schaufeln diese Engerlinge aus der birmesischen Botschaft erstklassige Mogoks in Millionenhöhe auf den Markt. Die Diamantenbörse macht immer öfter gefährliche Luftsprünge. Wir müssen Maßnahmen ergreifen. Wer schloss die Steine ein? Colonel Tavannata, abgesetzter Militärattaché von Birma. In seinem Heimatland haben seine gierigen Freunde Partien dieser Steine in Milliardenhöhe nach Europa verschoben. Wie funktioniert der Absatz? Durch Madame Florence Desmarais, Inhaberin eines renommierten Antiquitätenhandels in Knocke an der Küste. Dann schon versucht, die Madame unter Druck zu setzen? Natürlich, aber Madame ist Honorarkonsulin und Birma genießt somit diplomatische Immunität. Colonel, ich hatte Sie eigentlich erst einige Wochen später hier erwartet. Ihr Neffe betreibt in Köln eine Art Anlagegesellschaft. Er hat sich auf Edelsteine als Wertanlage spezialisiert. Seine Kunden sind zwielichtige Geschäftsleute mit ganzen Bruttoregistertonnen von exotischen Devisen. Sie kaufen wie wild und drücken die Weltmarktpreise. Wer ist das? Keine Ahnung. Wir wissen bloß, dass sie Verbindungen zum Rotlichtmilieu in Köln hat. Wie läuft das Geschäft ab? Er wäscht Geld gegen Steine. Desmarais mietet ein Büro für 3-4 Monate. Bevor man einschreiten kann, haben die sich in Luft aufgelöst. Sie haben aber ein Problem. In den Bordellen fallen eine Menge Short-Devisen an. Sie müssen sie tauschen. Denn Tavannata besteht auf harten Dollars. Was schlagen Sie vor? Furzinger. Bleibt auf der Spur von Desmarais, der uns dann zu Tavannata führt. Was wollen wir von Tavannata? Ins Geschäft kommen. No! No! So ein einfacher Martini reduziert den Adrenalingehalt und entspannt. Zum Wohl. Zum Wohl. Madame, die Edelsteine, die ich Ihnen in Kommission gegeben habe, leider hat sich die politische Situation in meinem Heimatland etwas verändert. Wie Sie sehen, will jetzt Monsieur Tujard die Steine wiederhaben. Es tut mir leid. Es war nicht vorauszusehen. Eine etwas unerwartete Forderung, Colonel. Es tut mir wirklich leid. Aber wenn es denn hilft, eine schwierige Situation angemessen zu lösen.
Bitte. Ich rufe einen Arzt. Nein! Wo ist das Badezimmer? Er braucht Hilfe. Das Badezimmer. Steh auf. Komm. Alter Geheimdienstrick. An Bartstoppeln erstickt. Amateure wie dieser glauben, sie könnten die Dinge in meinem Heimatland neu regeln. Aber das können sie nicht, nicht mit mir. Ich brauche 4 Millionen. Wenn Sie die Rubine jetzt verkaufen, bin ich schon zufrieden? Colonel, Sie wissen ganz genau, dass wir dann das Diamantensyndikat auf dem Hals haben. Monsieur Desmarais, ich gebe Ihnen genau 24 Stunden, die Steine zu verkaufen. 4 Millionen sind unmöglich zu kriegen, das schaffe ich nicht. Also wie viel dann? Höchstens 500.000. Ich will 800.000. Ich gebe Ihnen 2 Tage, sie zu verkaufen. Wir, Madame, werden hier warten. Also, nehmen Sie die Hälfte der Steine und gehen Sie. Los! Na! Monsieur Vorsänger, keine Beteiligung amtlicher Stellen und größte Diskretion. Als Vertreter des Syndikats können wir uns keine Unregelmäßigkeiten erlauben. Wir haben hier schon genug Probleme mit den Russen. Auf Wiedersehen und viel Erfolg. Meine Herren. Warum überlassen Sie eigentlich Tavernata nicht der Polizei? Tabanatas Nachfolger in Birma würden es nicht gerne sehen, wenn der Diamantenhandel in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Die Feinde von heute sind vielleicht die Freunde von morgen. Ja, wir wollen keine Pferdeschau machen. Wo fangen Sie an? In Köln, bei Desmarais. Desmarais, Tabanata. Stellen Sie sich vor, dieser Tavernata ist eine Fieber. Er ist isoliert, zurück nach Asien kann er nicht, also muss er untertauchen. Und dazu braucht er schnell viel Geld, wir müssen uns also beeilen. Was wollten Sie essen, Lachsbagels? Vielleicht ein andermal. Irgendwas mit deiner Ex vielleicht? Tekla. Sie wollte den Flügel, stimmt's? Wie hat sie das bloß rausbekommen? Sie hatte diesen gelben Schrieb dabei. Amtsgericht. Kreischt und tobt. Der Chef hat's abgebogen. Sie kann uns gar nichts. Das Ding ist eine Schenkung, basta. Es ist nur so, Ronny. Der Chef möchte, dass du jetzt wieder bar bezahlst. 3.754,20. Mensch, Patti, das ist ein echter Ibach. Das Ding ist mindestens 40.000 wert.
Ich müsste jeden Abend bei euch eine Kiste Champagner trinken, um das zu verzehren. Die drei da vorne, die suchen einen Fachmann, der was von Steinen versteht. Vielleicht tust du mal wieder was für dein Geld. Ich bringe das in Ordnung. Hi, ich bin Ronny. Setzen Sie sich hierher. Adamas, guten Tag. Nein, Herr Dümmerie ist noch nicht da. Werde ich ihm ausrichten. So. Schlussverkauf. Birma Rubini 1A. Ich werde verrückt. Korrigier mich, aber das ist über 1 Million. Die Vitrine leer räumen. Musterstücke, Synthetik und Imitate einpacken. Wir machen hier dicht. Bei dir brennt die Fußmatte, oder was? Ja. Wir müssen verkaufen, und zwar sofort. Wer kauft? Ruf da an. Und mach für Nachmittag einen Termin. Alte Freunde von dir. Treffpunkt? Hafen. Hey, Ronny. Schau mal. Ich habe eine Ladung Bonsais angeboten bekommen. Bonsais? Kein veredeltes Unkraut, nur 3.000 das Ganze. Allerdings bar. 30-jährige Bonsais. Dafür gibt's Liebhaberpreise. Könnte man Vermögen mitmachen. Sag mal, ist das mein Jacket? Ja. Spinnst du? Das war ein echtes Armani. Hat mal 2.000 Mark gekostet. Mein letztes. Tut mir leid. Gleich wieder okay, Mann. Also, spinn's doch. Hey, was anderes machen Sie damit in der Reinigung auch nicht. Lass gut sein. Hast du meinen Lupenkasten? Du hast doch nicht etwa einen Job angenommen. Ronny, lässt du dich wieder auf irgendwas ein? Und du fängst doch nicht etwa das Rauchen wieder an. Die Antwort auf alle drei Fragen ist ja. Tusha wollte uns damit umbringen. So gesehen sollten Sie mir dankbar sein, Madame. Oh. Die Freundin Ihres Neffen? Wenn alles glatt geht, wird das unser größter Deal. Danach machen wir den Laden dicht. Na wunderbar. Und ich? Was mache ich denn? Mir fällt schon was ein. Vor 1,5 Jahren tauchst du auf und versprichst mir ein neues Leben woanders. Und jetzt?
Ich hatte einen lukrativen Job vorher. Der lukrative Job ist Begleitservice des älteren Herrn, die sich auf der Messe einsetzen, wenn er ein bisschen den Busenschlitz massiert. Einer von diesen Wichsern warst du. Alles dabei? Alles dabei. Hallo, Genie. Sie garantieren einwandfreien Zustand. Ach, haben wir euch je beschissen? Wie viel können Sie davon beschaffen? So viel Sie wollen. Salober Übergabe. Ja, normal. Die sind nach erster Einschätzung. Genauer. Hier. Diese flügelförmigen Brüche. Siehst du die? Ja. Das sind die Grenzen zwischen den einzelnen Kristallen. Bei einem Synthetikstein ist die Farbe immer etwas heterogener verteilt. Und man hat immer so ein paar Gasbläschen. Natürlich gibt es auch immer perfekte Synthetiks. Aber die sind erstklassig. Und echt. Genie, zählen. Wir machen eine Anzahlung. Der Rest kaufen wir morgen früh. Ist ein bisschen spät. Morgen früh der Rest. 8:30 in Kalk unter der Autobahnbrücke. Haben Sie einen guten Armagnac? Aber natürlich. Hallo, Buddy. Hallo, Mami. Dankeschön. Ich habe eine ganze Menge von diesem Papiergeld. Das ist aber sehr ärgerlich. Sie möchten das anlegen? Na ja, ich dachte an was Unvergängliches. Es handelt sich bei dem Flügel um einen rechtswidrig erlangten Vermögensvorteil. Paragraph 263 StGB. Der IBAC gehört mir, rechtlich. Und Ronny bekommt darauf von euch Kredit. Wie würdest du das nennen? Hören Sie, Tekla, ich kann Ihren Ärger verstehen, aber Ihr Mann hat keine Schulden bei uns. Was? Der hat seine Schulden bezahlt? Na, das ist ja das Neueste. Wo hat er denn das viele Geld her? Ein Barmann ist so etwas wie ein Beichtvater. Und der unterliegt dem Schweigegebot. Möchten Sie was trinken? Nein. Könnte sein, dass es das ist, was Sie suchen. Ehe Sie Ihr Geld entnervt wegschmeißen, gehen Sie lieber gleich hier um die Ecke. Geldanlage in Edelstein. Danke. Ich will auch so ein Ding. Der nächste, bitte. Wir brauchen Zeit bis morgen. Die Leute sind misstrauisch und wollen die Steine wohl noch mal prüfen. Wie viel Geld haben Sie zusammen? An die 400.000 Pfund des Martis. Lotis, Rubel, Forint, Drachmen, der Rest kommt morgen früh. Ich habe doch gesagt, Dollars. Colonel,
Wie Sie sich gut vorstellen können, kostet der Geldtausch zusätzlich Zeit. Können Sie das arrangieren? Aber doch nicht 800.000 auf einen Schlag. Da haben wir doch gleich die Polizei am Hals. Na gut. Aber machen Sie jetzt keinen Fehler. Oder Sie sehen Ihre Tante nicht wieder. Lebendig. Soll das heißen, dass ich als Ballast abgeworfen werde und hier bleiben muss? Meine Tante sitzt in ihrem Appartement und ein durchgeknallter Samurai hält eine russische Flagge an die Schläfe. Tolle Geschichte, wer sagt, das stimmt? Ich weiß, Sherry. Aber im Augenblick versuche ich, das Leben von Madame Florence zu retten. Wir haben nie wieder so viel Geld in der Hand. Was willst du mit Rublo oder Slotty? Willst du nach Lodge? Gibt es da vielleicht Frozen Margaritas? Wir könnten das Geld nehmen, wenn es in Dollars gewechselt ist. Kannst du dir gleich ein Fadenkreuz auf die Stirn tätowieren lassen? Diese Asiaten verfolgen dich bis ans Ende der Welt, wenn du ihnen ihre Dollars wegnimmst. Aber doch nicht, wenn jemand anders mit dem Geld verschwindet. Und wo zum Teufel bekommst du so einen Trottel her innerhalb von 24 Stunden? Ich bringe ihn dir morgen früh. Dieser Typ, der die Steine begutachtet hat. Mhm. Ich denke, ich kriege ihn bis morgen hin. Na was? Hallo. Kannst du wechseln? Auf was bist du gestoßen? Das Bernsteinzimmer? Hör mal, Ronny, ich hab dir doch von diesen Bonsais erzählt. Ein Riesengeschäft. Ich könnte das 20-fache draus machen. Wie viel brauchst du? 3.000? 2.000? 1.000? Ich geb dir 500. Okay? Okay. Okay. Ja. Danke. Bis später. Tschüss. Hey, Schlüssel. Wir sind bekannt wie die bunten Hunde. Wir können hier nicht so viel Geld auf einmal umtauschen. Ich will Dollars. Keine Tricks. Also, denken Sie nach. Wer kann uns die Dollars tauschen? Wo haben Sie das Geld bis jetzt getauscht? Im Casino. Dann rufen wir dort ganz einfach an. Das muss sorgfältig vorbereitet werden. Übers Telefon geht gar nichts. Das ist zu gefährlich. Die Zeiten haben sich geändert. Okay. Wir beide fahren jetzt zum Casino. Warum? Wir haben doch das Geld noch gar nicht. Wir werden jetzt hier verschwinden. Mir wird das langsam zu unsicher. Und Sie werden mich begleiten. Verstanden?
Tschüss. Tschüss, Mariechen. Gute Nacht. Das wurde auch langsam Zeit. Bis hierher hattest du ihn nämlich schon verzehrt. Ja, wenn Ronne nicht ins Diamantengeschäft eingestiegen wäre, hätte dir nächste Woche die Beine absägen müssen. Verabredet. Das ist das einzige Stück, das er kann. Damit schindet der Eindruck, seit ich ihn kenne. Sind Sie ein Freund von Ronny? Schicksalsgenosse. Nie auf einen Flügel sein Glas abstellen. Ich bin eigentlich gekommen, Ihnen einen Spitzenjob anzubieten. Ach ja? Seit gestern will mir jeder einen Spitzenjob anbieten. Bringen Sie mich nach Hause? Da, wo ich wohne, haust der Werwolf. Ich brauche Begleitschutz. Kommen Sie mit? Geist will nicht Asche werden, der Körper will nicht ruhen. Ronny Reinhardt. Hier links in den Hof, bitte. Ende der Dienstfahrt. Da hinten ist Kampfgebiet. Haben schon drei Kollegen von mir eins über die Rübe bekommen. Na, da hören Sie's. Hier lang. Ich trau mich nicht allein über den Hof. Na los, kommen Sie schon. Sie haben schön Klavier gespielt. Das ist ein Flügel. Ein Ibach. Ah, Entschuldigung. Tut mir leid, wie es hier aussieht. Ich habe halt nicht aufgeräumt. Sie sind nicht geschockt? Doch, doch. Riechen Sie den Dreck? Wird Zeit, dass sich irgendwann was ändert. Finden Sie nicht? Finde ich auch. Eines Tages mache ich eine Wüstenexpedition nach Ägypten. Ein Jeep mit allem drum und dran.
3 Monate Wüstenluft und meine Bronchien sind wie neu. Ich kann Ihnen Kaffee machen. Nein, ich trinke so spät keinen Kaffee mehr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Morgen früh 9:30 wird die restliche Partie an die Pimps gebracht. Pimps? Ja, Zuhälter, Luden. Ja, ja. In ein paar Stunden verticken wir die restlichen Rubine für weitere 400.000. Auf 7:30? Ein Jahrhundertdeal. Sie sind doch auch dabei, oder? Fällt doch was für Sie ab. Ah ja. Unsere Provision ist 20%. Wenn ich den Job nicht mache, lande ich wieder im Begleitservice. Begleitservice? Aha. Sich unter dem Vorwand der Begleitung von hungrigen Messegästen anmachen lassen. 3 Jahre habe ich das gemacht. Ich könnte Ihnen ein paar schmutzige Geschichten erzählen. Möchten Sie eine hören? Nein, nein. Was ist denn los mit Ihnen? Wir haben noch ein paar halbe Stündchen Zeit. Ist das Ihnen? Entschuldigung. Wollen Sie auch die Zähne putzen? Ja. Nehmen Sie meine? Hallo, René. Du musst mir helfen. Ich habe einen Kunden, der Devisen tauschen will. Gleich jetzt? Morgen. Ach so. Wie viel? $800.000. Unmöglich. $10.000, das ist das Limit. Wir werden neuerdings kontrolliert. Irgendwas ist im Busch. Alle Einzahlungen über $1.000 müssen der Direktion gemeldet werden. Dann möchte ich sofort direkt das Soja sprechen. Der ist erst morgen wieder da. Und Sie wissen, er verlangt einen Pass, den er eintragen kann. Das weiß ich. Sie entschuldigen mich. Und jetzt? Wir kommen morgen wieder. Okay? Sie brauchen sich weiter keine Mühe zu machen. Sie sind alle leer.
Diese ganze Firma ist Ihnen hohl. Was suchen Sie denn? Das frage ich Sie. Da kommen Sie schon. Sagen Sie es mir. Ich suche meinen Mann. Das heißt, meinen ehemaligen Mann. Ich muss nächste Woche eine Mietnachzahlung von 10.000 Mark zahlen, sonst fliege ich aus meinem Laden raus. Und wohin soll ich dann mit dem ganzen Plunder, den er bei seinen Tauchorgien angeschleppt hat und den keiner haben will? Und wenn er hier einen Job hat, dann habe ich ja schließlich ein Recht darauf zu wissen, warum. Ach, was zum Teufel geht Sie das an? Und was glauben Sie, hat Ihr Mann mit dieser Firma hier zu tun? Na, faule Geschäfte und er versteht eine Menge von Diamanten. Das hat er ja schließlich studiert. Und er schuldet Ihnen also Geld. Er ruiniert mich. Ich stehe kurz vor dem Offenbarungseid. Aber vielleicht sagen Sie mir mal, wer Sie sind. Weshalb wir uns hier begegnen. Und das immerhin zum zweiten Mal. Wir suchen uns besser einen anderen Ort für unsere Unterhaltung. Einverstanden? Ihr Mann ist also Mineralog. Ex-Mann. Archäologe. Mineralogie gehört zum Studiengang. Ron ist in diesen Sachen ein richtiger Crack. Soll ich Ihnen zeigen, was mich seine Leidenschaft für vergangene Jahrhunderte gekostet hat? Mein gesamtes Erbe. Ronny und die versunkenen Schiffe. Das war das teuerste Kapitel. Der Meeresgrund ist eine Gruft voller Beigaben, Schätze, die man nur heben muss. Der Kerl hatte ein Talent, Geld mit seinen Tauchexpeditionen zu vernichten. Das ist serienreif. Und ich hasse Serien. Ich habe ihm alles geglaubt. Schmucktresore aus Luxusjachten, Goldbarren in gesunkenen Fregatten, taubeneigroße Diamanten aus den Galeeren des Kalifen. Nur, dass ich leider jetzt nicht mal mehr die Miete für meinen Laden habe. Das Syndikat will also mit diesen Leuten ins Geschäft kommen? Für uns ist wichtig, dass wir an die Hintermänner herankommen. Und Sie denken, Ronny kann Sie dahin führen? Wenn ich es richtig sehe, benötigen die Adamas Leute für den Devisentausch jeweils einen Strohmann. Und was wollen Sie von mir? Sie sehen aus, als ob Sie Hilfe brauchen. Sehe ich so aus. Das ist ja... Ja, alte Seekarten und Verlustanzeigen von englischen Handelsgesellschaften. Ronny glaubt im Ernst, dass zwei Schiffe an der Nordseeküste gestrandet sind. Kisten gefüllt mit Edelsteinen und goldenen Armaturen. Was weiß ich. Ich bin es so leid, ich kann es nicht mehr hören. Ich will nur, dass er seine Schulden bezahlt, fertig. Ich habe ihn immer noch gern. Nein. Mich wohl reinlegen. Die Polizei ist gekommen. Das ist die Streife. Die drehen ja immer ihre Runden. Sie sollten netter zu mir sein. Aufstehen, wir müssen los. Wieso hat er nicht gemeckert? Wer? Der Wecker.
Ich weiß es nicht. Keine Sorge, wir waren ganz brav. Was machst du eigentlich, wenn du das Ding hier anhast? Benzinbomben basteln? Wo bist du? Geht es dir gut? Was hast du für Geld? Sloty, Forint, Dinar, Rubel, es ist zum Kotzen. Das Casino wird schwierig. Wieso? Es hat einen Knoten irgendwo im Schlauch. Aber ich tue, was ich kann. Dann melde dich um Himmels Willen morgen bei Monsieur Souillard. Ich bringe dir einen Stromer mit gültigem deutschen Pass. Gib mir seinen Namen. Der Mann heißt Reinhards, Ronny. In einer Stunde weiß ich mehr. Ich melde mich später. Hey, Madame, aufstehen. Nicht einschlafen. Wir müssen jetzt los. Kommen Sie. Ich warte nicht mehr länger. Alles in bester Ordnung. Wir fahren zum Casino, wenn Sie aufmachen. Also gut, gehen wir. Der Direktor tauscht uns die Devisen gegen Dollars. Sehr gut, sehr gut. Gehen Sie vor. Bleiben Sie da stehen. Direktor Souillard ist ein guter Freund von mir. Also gut, gehen wir. Gehen wir. Casino! Ich sage, gehen wir, dann gehen wir. Scheiße! Fahren Sie mal bitte davor bis ans Ende der Unterführung. Wir sind schon zu spät. Was ist das? Besonders schönes Exemplar. Ansehen. Das kann nicht sein. Sie hatten Ihren Gutachter dabei, diesen Ronny. Meine Ware war sauber. Ah, du kennst Ronny. Das ist vielleicht ein Zufall. Ihr steckt jetzt wohl unter einer Decke. Hören Sie, das muss ein Irrtum sein. Das lässt sich uns klären. Der Ronny wird jetzt gleich hier sein. Ach, Platzhund. Meine Steine waren sauber, ich schwör's. Raus mit dem. Der kleckert mir sonst auf den Teppich. Er lebt noch. Los, helf mir gleich.
Ich habe meine Füßen an. Ja. Vorsicht! Hinten auf die Fläche drauf! Komm, geh am besten rein. Ja. Ich mach mal die Decke. Gott, oh Scheiße. Deine Tasche? Ja. Wir fahren ins Krankenhaus. Nun, haben Sie gut geschlafen? Fast überhaupt nicht. Wollen die irgendwo einen Kaffee trinken? Diese Leute, mit denen Ronny sich da eingelassen hat, sind sie gefährlich? Sie sind nicht die Wiener Sängerknaben. Ich habe übrigens keine Adresse von Ihrem Mann gefunden. Ich führe Sie zu ihm, aber unter einer Bedingung. Und die wäre? Wir arbeiten zusammen. Weshalb möchten Sie das? Sie wissen warum. Das ist der vierte Kanopperriss in zwei Tagen. Wir haben hier nur noch Motorrad-Weltmeister auf den Tischen. Behalten Sie ihn jetzt da? Tja, was dachten Sie denn? Oder hatten Sie noch was mit ihm vor? Der Unfall muss aufgenommen werden. Bitte warten Sie, bis die Polizei kommt. Die brauchen Ihre Aussage, ja? Jetzt kommt die Polizei. Sie geht weg. Quatsch, wir müssen unsere Aussage aufnehmen. Bist du wahnsinnig? Komm in den Knast. Ihr vielleicht, ich nicht. Da steckst du ja genauso mit drin. Du warst doch dabei. Richtig da. Guck mal, da hast du eine ganze Menge Geld. Slotties, tschechische Kronen, Rubel, das ist Schrott. Das ist auch Geld. Komm, fahren wir auf Polizei. Nein! Ich steig jetzt aus. Nein! Bitte komm mit mir mit. Wohin? Nach Belgien, an die Küste. Ich muss das Geld dahin bringen. Soll ich das alleine machen? Das Ganze ist, glaube ich, gefährlicher, als ich dachte. Bitte! Okay. Fahr mich nach Hause. Wir müssen zur Autobahn. Ich muss die Biggie füttern. Wir haben jetzt keine Zeit. Ist du vielleicht, dass der Hund verhungert? Was denn für ein Hund? Oswins Hund. Oswin, warum füttert er eigentlich selber? Das ist eine lange Geschichte. Ronny hat ihn und seinen Hund angefahren. Wie bitte? Na, überfahren, verletzt, diesen Tankstellenknecht da. Mit seinem Schmuckstück, einem Land Rover. Er hätte ihn am besten gleich komplett umgesemmelt.
Dieser Knirch ist uns samt seinem Hund sturzbesoffen ins Auto gelaufen. Die Schuldfrage war eindeutig. Aber was macht Ronny Reinhardt? Ronny Reinhardt schließt Freundschaft mit diesem Kaschemmen-Fritz. Steckt ihm ständig Geld zu und füttert auch noch diesen komischen Köter mit durch. Ronny? Lass dich doch nicht etwa verknallt. Oss, hier, gib Thekla die 1000 Mark von mir. So ein Quatsch. Deine Thekla. Er hat dich nie anders gesehen als eine Investition. Sie ist sauer, weil sie sich emotional mit dir verspekuliert hat. Weshalb also wirfst du ihr die Kohle in den Rachen? Korrekterweise gehört dir von jeder Mark, die ich verdiene, sogar die Hälfte. Und außerdem, Oss, du hast auch immer alles genommen. Was sind denn das hier? Beipackzettel für chinesischen Hustensaft oder was? Hongkong-Dollar. In China ist es richtiges Geld. Oh, sieht so aus, als würde endlich was passieren. Es wird ja auch langsam Zeit. Eifersüchtig? Ich? Sehen wir den Direktor? In dem Zustand kann ich da nicht rein. Okay. Dann soll er ins Auto kommen. Sorry. Das ist doch völlig idiotisch. Na gut. Sagen Sie ihm, Sie kommen ins Café. Ich muss mich frisch machen. Wie bitte? Ich muss mich frisch machen. So wie ich aussehe, sehen Sie mich doch an. Weiß doch jeder Bescheid, dass mit mir was nicht stimmt. Ich brauche Lippenstift, ich brauche Make-up, ich brauche neue Strümpfe. Reden Sie doch keinen Mist. Hören Sie auf mit dem Gejammer und rufen Sie ihn an. Es ist nicht mehr wie früher, Florence, wo nur meine Reputation zählt. Das Casino wird heute streng kontrolliert. Was ist los, Florence? Du siehst schlecht aus. Nur noch dieses letzte Mal, mein Lieber. Ich bin in einer Notlage. Ich erkläre dir alles später. Bitte, François, tausche dieses Geld. Tausche es mir noch dieses letzte Mal. Also gut, um der alten Zeiten willen, ein letztes Mal. Wer bringt es? Du kannst die Unterlagen vorbereiten auf einen Mann namens Ronald Reinhardt aus Köln. Ein scheußliches Risiko. Ich hoffe, dass ich dir wirklich damit helfen kann. Florent. Tausch einfach diese Schrottdevisen!
Wer hat sich eigentlich von wem getrennt? Du dich von deiner Frau oder umgekehrt? Bitte? Hausmann. Du warst der Hausmann, ne? Ich glaube, ich bin den Ansprüchen meiner Frau nicht immer so ganz gerecht geworden. Mhm. Ich muss mich immer jetzt hier aufs Fahren konzentrieren. Irgendwann geht man doch auch in Ihrer Branche in Pension. Was reizt Sie eigentlich an Ihrem Job? Das ist eine Typfrage, Madame. Unsere Vorfahren waren Sammler und Jäger. Ihr Mann ist ein Sammler und ich ein Jäger. Sie haben recht. Man will immer einen Jäger und bekommt einen Sammler. Auf die Idee, mir zur Abwechslung mal eins über den Schädel zu ziehen und mit dem Geld abzuhauen, bist du nicht gekommen, oder? Ich hab dir was gefragt. Manchmal redest du einen ganz schönen Quatsch zusammen, Jenny. Wieso? Ich hab nur eine Frage gestellt. Die Hälfte von diesem vielen Geld würde sich sowieso Thekla. Kannst du von nichts anderem reden als von deiner Ex-Frau? Sag mal, diesen Demaree, kennst du schon lange? Na lang, der Nesthocker. Der lebt seit seiner Geburt unter der Fuchtel der Konsulin, seiner Tante. Die hat immer alles für ihn geregelt. Er hat mich aufgenommen und ich habe ihm die Kundschaft besorgt. Der ist im Grunde genauso ein Versager wie... Wie ich, hm? Nein. Nein. Du bist eher ein sympathischer Verlierer. Hey, Ronny, keine Panik. Losertypen haben immer Konjunktur. Was ist denn den Satz her? Gefällt er dir nicht? Nein. Unsere Partner sind sehr beunruhigt. Sie machen sich Sorgen um die Kollektion von Rubinen, die Tabanata beiseite geschafft hat. Diesem alten Haudegen ist es offenbar gelungen, seinen Aufpasser abzuschütteln. Erstklassig. Sind das Steine aus Birma? Ja. Natter schmeißt unkontrolliert Steine dieser Qualität in Millionenhöhe auf den Markt. Vorzinge. Müsste sich eigentlich jetzt hier melden? Darf ich fragen, was Vorzinger bisher erreicht hat? Ich schlage vor, dass wir seinen Auftrag etwas erweitern. Ihr Vorschlag? Tabanata ausschalten. Die neue Regierung in Birma wäre uns dankbar. An der belgischen Küste. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Was ich nie verstanden habe, ist, was macht diese Glitzersteine eigentlich so wertvoll? Warum rennt die ganze Welt hinter ihnen her? Der Wert eines Edelsteins ist völlig fiktiv, meine Liebe. Es ist ein
Ein magischer Wert, wenn Sie so wollen. So, so magisch. Diamanten sind Kohlenstaub. Gepresst mit unglaublicher Hitze und Energie. Aber vielleicht merkt das Ihre geheimnisvolle Kräfte aus. Entschuldigen Sie mich, ich muss kurz meine Beine vertreten. Und Ronny, wo ist denn Ronny? Glaubst du auch, dass Steine heilen können? Klar. Wenn sie echt sind. Die fünf sind echt. Ich weiß. Diese Steine hier, die kommen aus Birma. Und das sind die wertvollsten aller farbigen Edelsteine. Schon Aristoteles sagte, einer ist rot wie das reinste Blut und heißt Rubinus. Dieser ist der beste von allen. Entdeckte man im Orient ein besonders prächtiges Exemplar, dann schickte der Herrscher hohe Würdenträger und Soldaten, um dem Juwel einen gebührenden Empfang zu bereiten. Im Orient wird diesem Blutstropfen der Erde, so nennt man ihn dort, eine ganz besondere heilende Wirkung zugesprochen. Wo ist der Fünfte? Die ist doch viel zu gerissen für ihn. Merkt er nicht, was die mit dem macht? Bei mir war dieser Miskerl um die Zeit immer noch im absoluten Tiefschlaf. Was ist los? Warum meldet er sich nicht? Dann kriege ich endlich meine Dollars. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er zu meinem Appartement. Konsulin anrufen. Kannst du ein Telefonzelle mal anhalten, bitte? Hallo? Ich bin's, Jeannie. Wo ist Alain? Der kommt später nach.
Wir haben das Geld. Ist der Mann, der es tauscht, dabei? Ja. Kurz vor 9 im Casino, wie verabredet. Eine Frage. Ehrliche Antwort, ja? Warum bist du mitgekommen? Wegen de Marais. Wegen de Marais, du lügst. Nein. Wenn ich nicht verpennt hätte bei dir, wäre ihm vielleicht nichts passiert. Einige der Steine beim Treffen mit den Zuhältern waren billige Imitate, und du hast es gewusst. In Kauf genommen, dass de Marais dabei aus dem Spiel fällt. Was denn für ein Spiel? Dein Spiel. Und warum hast du nichts gesagt? Du hättest es verhindern können. Was glaubst du wohl, was die beiden Zuhältern mit dir gemacht hätten? Hm? Hackfleisch. Dass wir mit dem Geld durchbrennen könnten? Hast du wenigstens mit der Möglichkeit mal gespielt? Hm? Gar nicht auf meine Frage geantwortet. Würdest du mit mir und dem Geld abhauen? Noch haben wir die Gelegenheit. Klingt ja schon verlockend. Aber was würde aus Oss und dem Hund werden? Die wären ja aufgeschmissen ohne mich. Wir sind mit Direktor Soyard verabredet. Die Konsulin de Marais schickt uns. S'il vous plaît. Direktor Soyard. Die Devisen von Monsieur de Marais. Guten Tag. Sie sind Ronald Reinhardt. Haben Sie den Pass dabei? Kommen Sie. Die Liste mit den Währungen. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Geben Sie mir Ihre Handtasche, ich habe keine Zeit mehr. Die Handtasche, geben Sie mir! Die soll ich Ihnen geben. Ich muss mich doch noch ein bisschen frisch machen. Ich kann doch nicht so rumlaufen, verdammte Scheiße! Ich mich jetzt beeilen. Und wie geht's jetzt weiter? Runter.
Bitte. Wir empfehlen unseren Kunden mit größeren Summen einen separaten Ausgang. Darf ich bitten? Immer schon wollte ich mal wissen, wie das ist, wenn man Geld wäscht. Ich habe das nie verstanden. Und? Ich dachte, es wäre wahnsinnig kompliziert. Und? Es ist lausig banal. Bleib, wo du bist. Eigentlich habe ich mir schon immer gedacht, dass ich von dir nur als nützlicher Idiot gebraucht wurde. Hast du nicht die Steine getauscht, damit die Zuhälter Orlo ausschalten? Bist du nicht absichtlich zu spät zum Treffpunkt gekommen, um ihn loszuwerden? Du nimmst alles in Kauf, wenn du was erreichen möchtest, besitzen möchtest, haben. Immer nur haben. Guck dich doch mal an. Du bist ein verdammt einsamer Mensch, Ginny. Den ganzen Tag rennst du diesem scheiß Geld hinterher. Und am Ende hockst du da und schnappst nach Luft. Wie ein Fisch ohne Wasser. Aber das ist gar nicht mal das Schlimme dabei. Sondern? Was ist denn das Schlimme dabei? Dass ich dich mag. Ab mit dem Geld hinterher. Na los, machen Sie schon. Sie ist nicht so wichtig. Hören Sie mal, das ist auch mein Geld. Mein Auftrag lautet anders. Vielleicht wäre es besser, Sie steigen jetzt aus und gehen spazieren. Ich habe noch was zu erledigen. Ich bin nicht hierher gekommen, um spazieren zu gehen. Ich bitte Sie, steigen Sie jetzt aus. Trinken Sie einen Kaffee. Ich hol sie dann wieder ab. Du musst hier verschwinden. Sie verkaufen dir Bonsais. Für 200 Mark das Stück. In Ostersweste. Sie werden dich als Betrüger einsperren. Du hast deine Unterschrift gegeben. So hast du es doch von Anfang an geplant. Na, bist du gar nicht wütend auf mich? Warum bist du zurückgekommen? Weil du hier weg musst. Auf. Ich sage Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Geben Sie mir meine Dollar. Ja.
Die Tüte jetzt, die Tüte. Und jetzt verschwinden Sie. Aber schnell! Müsste doch noch Ladung zu finden sein. Wo waren Sie denn? Ronny war plötzlich weg. Mein Job ist beendet. $60.000. Ihr habt aus Beteiligung 10%. Das restliche Geld? Wird konfisziert. Ich fahre Sie zum Bahnhof. Adieu.
bin gekommen, dich zu holen. Wo ist das Geld? Wem gehört eigentlich ein Schatz, den man findet? Ich denke, den Findern. Auch ein Schluck Champus? Verkaufen Sie Steine. Nichts? Nichts. Dann eben nicht. Was ist los mit dir, Mann? Wir brauchen Nachschub, verdammt. So gut wie diese neureichen Tataren zahlt niemand. Bei Russen in Heiland, Sandar. Immer Obacht. Hast du das gesehen, Biggie? Kann ich euch noch was bringen? So wie die Dinge liegen, eine Schale Wasser für den Hund. Geht aufs Haus. Schon was von Ronny gehört? Er hat eine Karte geschickt. Eine Karte? Wann? Na, zeig her, Mensch. Hallo, Buddy. Grüß bitte den Oswin von mir und bestell ihm, er soll der Biggie immer anständig zu fressen geben. Liebe Grüße aus Memphis. Dein Ronny.